Und jetzt schauen wir bei dem verständnisvollen Martin auch mal etwas genauer hin. Was verdiente er denn so? Hier nur ein Ausschnitt der letzten 5 Jahre. Fangen wir mit dem jährlichen Grundgehalt von 60.000 Euro an. Dazu kommt eine Kostenpauschale von 51.000 Euro, eine Residenzpauschale von 44.000 Euro und eine Repräsentationszulage von 17.000 Euro. Zusammen sind das 172.000 Euro Jahresgehalt. Aber da geht noch mehr, wen wundert's? Schulz nahm auch eine Tagespauschale von 304 Euro in Anspruch. Jedoch nicht nur an Sitzungstagen, sondern an 365 Tagen im Jahr. Wir rechnen kurz, 304 mal 365 Tage, also gibt es nochmal ungefähr 110.000 Euro zu dem Gehalt von 172.000 Euro obendrauf. Wow, läuft bei Martin. Er kommt also auf ein Jahresgehalt von 282.000 Euro. Das sind monatlich satte 23.500 Euro, natürlich steuerfrei. Als neuer Multimillionär auf Kosten des Steuerzahlers kann Herr Schulz also ganz genau unsere Sorgen nachvollziehen. Er weiß ja schließlich, wem das Geld im Portemonnaie fehlt. Und was genau sagte der Schulz nochmal dazu? Ich möchte ein Politiker sein, von dem die Menschen wissen, die Sorgen, die wir haben, die hat er auch und die kann er nachvollziehen.